Guten Morgen, meine Freunde, und willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir haben es Montag, 9:30 und ich warte gerade darauf, dass es um 10 wird, denn dann debütiert Purple Kiss. Das heißersehnte Debüt, auf das ich seit einem Jahr warte, anderthalb Jahre warte, sehr lang warte. Es ist endlich soweit. Sie kommen heute raus und ich bin irgendwie nicht ganz bereit dafür. Meine Haare sind auch eine Mess, die trocknen gerade noch. Ich habe mir heute extra mal wieder Foundation drauf gemacht. Das habe ich gemacht, weil ich erfahren habe, dass in Foundation Eisenoxid drin ist, die die Haut vor sichtbarem Licht schützt, welches Falten verursachen kann. Anyway, habe heute wieder meinen Kaffee. Ich habe heute mal mich dazu entschieden, 3 Espressos reinzumachen, weil, ich weiß nicht, Koffein kann man nie genug haben. Ich bin so ein Clown. Jedenfalls, heute habe ich so ein paar Sachen noch vor. Ich muss noch was für die Uni machen, weil ich heute eine Abgabe habe. Aber ich bin noch nicht komplett fertig. Ich treffe mich aber dann nachher mit Kommilitonen, um das so ein bisschen zu besprechen. Also wir treffen uns per Skype oder per Videocall. Ich weiß nicht, wir haben uns noch nichts genau ausgemacht. Das werde ich dann nachher angehen, weil wir alle drei, also wir sind drei, wir haben die Aufgabe nicht verstanden und wollen die mal zusammen angucken, ob wir das dann vielleicht besser verstehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Finde es auch sehr gut, weil ich kenne ja in Bamberg noch niemanden, das heißt, vielleicht kann man da Kontakte knüpfen. Dann will ich heute GNTM gucken, genau, ich will GNTM gucken. Ich habe nämlich immer noch nicht die letzte Folge geguckt, weil ich keine Zeit hatte. Am Donnerstag war ich ja... Nee, am Donnerstag waren wir wieder hier. Warum habe ich es nicht? Ach ja, genau, weil mein Freund Urlaub hatte. Und da dachte ich mir, hey, du kannst es auch Montag gucken, da ist er wieder arbeiten. Übrigens, letzten Freitag, also das habe ich irgendwie nicht erwähnt im letzten Vlog, ist Rosés Solo rausgekommen. Es ist ein absoluter Bob. Aber das kommt noch im Monatsfavoritenvideo auf euch zu. Da werde ich wahrscheinlich nochmal einen ganz großen Rant ablassen, weil ich es liebe. Und dann kam Merch raus für das Solo. Ratet mal, wer sich fast alles bestellt hat. Ich will nicht darüber reden. Werde ich trotzdem tun. Ich glaube, ich habe 2 Pullover. 3 Pullover. 3 Pullover. Eine Make-up-Bag. Ein T-Shirt. Oder 2, ich weiß es nicht mehr. Und ein Buckethead. Also diese, die so im Trend sind, diese halt die Bucketheads. Obwohl sie mir nicht stehen. Aber der war so süß. I needed her. Was sagt man dazu? Ich freue mich sehr auf den Merch, weil der sehr hübsch ist. Aber es ist ein bisschen blöd, weil die meisten Sachen davon sind weiß. Und naja, ich will ja jetzt nichts sagen, aber einige UV-Filter machen weiße Klamotten gelb. Und das geht auch irgendwie sehr schwer raus. Deshalb habe ich da ein bisschen Angst und werde die wahrscheinlich nur tragen, wenn ich die weißesten Sonnencremes der Welt drauf mache. Weil ich dann das Gefühl habe, dass nicht passiert. Obwohl das mit meiner Nivea Sonnencreme auch geht, habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir da die Klamotten gelb werden. Die Woche steht nicht mehr so viel an. Ich habe heute, wie gesagt, meine letzte Abgabe. Und dann will ich die Woche noch die Lyrikanalyse machen, die ich seit Wochen vor mir her schiebe. Ich bin ja fast fertig, aber muss sie eben noch beenden und abschicken. Und irgendwie habe ich das immer noch nicht gemacht. Und das nervt mich tierisch. Und genau. Und dann werde ich die Woche ganz, ganz viel Pokémon spielen. Denn, kleine Backstory. Ich habe letztes Jahr, Anfang des Lockdowns, jedenfalls ist das ein Pokémon-Hack, den ich letztes Jahr entdeckt habe. Der heißt Pokémon Rejuvenation. Beziehungsweise ist kein Hack, aber es ist halt ein Fan-Made-Game. Und das Spiel ist gnadenlos schwer, aber absolut traumhaft. Also die Story ist so gut. Die Welt, also die Overworld, ist so schön. Es gibt alle Pokémon bis zur 7. Generation, glaube ich. Und ich liebe ihn. Ich habe ihn nicht durchgespielt. Ich bin auch bei meinem ersten Spiel nicht sehr weit gekommen, weil es gibt sehr viel zu entdecken. Und dann kam ja das Abi dazwischen letztes Jahr. Aber dieses Jahr würde ich das gern wieder aufleben lassen und habe den jetzt, wie gesagt, wieder angefangen. Und ja, werde den dann weiterspielen. Ich werde den wahrscheinlich heute
Weiß ich nicht, ob ich das heute noch schaffe mit GNTM und dann noch das. Mal gucken, wie das läuft. Aber das wäre ganz cool, wenn ich das vielleicht, wenn ich heute noch so ein bisschen spielen kann. Ich mag das Spiel unglaublich gern, wirklich. Das macht mir so, so viel Spaß. Hallo Freunde, es ist einiges an Zeit vergangen. Es ist einiges an Zeit vergangen. Wir haben es jetzt schon 3:45. Meine Haare sind mittlerweile komplett Katastrophe geworden. It is what it is. Ich bin jetzt so vor 10, 15, 20 Minuten fertig geworden mit. Das Licht geht halt auch gar nicht, ne? So ist eigentlich am besten, aber da habe ich nichts. Und jetzt habe ich endlich Zeit für mich. Es hat sehr lange gedauert. Ich habe mich mit ein paar Kommilitonen ausgetauscht und wir haben das jetzt so ein bisschen zusammen uns gegenseitig versucht zu helfen. Mal gucken. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ihr es gerade eben schon im Hintergrund gesehen habt. Ich spiele jetzt Pokémon. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf und ja, ach übrigens, ich habe gar nicht erwähnt, das Debüt von Purple Kiss. Absolut grandios. Absolut grandios. Wirklich, ich lieb's richtig hart. Ich lieb's so sehr. Viel zu underappreciated. Viel zu wenig Leute gucken es sich an. Ich lieb's wirklich so, so sehr. Kann ich nur empfehlen, wirklich jedem nur empfehlen. Es ist so gut. Guten Morgen, meine Freunde. Es ist Dienstag und, oh Gott, ich sehe aus. 9:30 und irgendwie komme ich nicht aus dem Bett. Jedenfalls werde ich jetzt aufstehen, werde meine Haare waschen und duschen. Und dann werde ich ein Video drehen, weil ich noch keins für morgen habe. Jedenfalls ist das jetzt der Plan. Bin irgendwie voll müde. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich erst 2:30 schlafen gegangen bin. Ich brauche dann erstmal einen Kaffee. Oh, auf meinen Kaffee freue ich mich jetzt. Hallo Freunde, ich filme gerade ohne Kopfhörer, deshalb rede ich ein bisschen lauter. Ich hoffe, ihr hört mich und versteht alles klar. Jedenfalls bin ich jetzt fertig mit dem Videodreh und werde jetzt GNTM gucken. Das habe ich nämlich gestern nicht gemacht und deshalb gucke ich das jetzt nach, weil wir haben ja auch schon wieder Dienstag und ich freue mich. Und danach spiele ich wahrscheinlich Pokémon. Ich habe schon meinen Kaffee, der steht auf dem Tisch und genau, jetzt gibt es GNTM. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. So, Freunde, ich habe jetzt GNTM geguckt und Miriam ist rausgeflogen. Wieso? Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, aber hey, Heidi wird schon ihre Gründe haben. Sie war keine Favoritin von mir, also es ist mir eigentlich relativ egal. Aber ja, andere waren schlechter und hätten es eher verdient, rauszufliegen als sie. Jedenfalls mache ich mir jetzt Sonnencreme drauf, weil ich mich nicht mehr sicher fühle. Und ja, dann mal gucken, was dann passiert. Ich habe eigentlich Lust jetzt. Ich habe Lust, ich habe vergessen, Pokémon zu spielen, aber mal gucken, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und ich habe mich übrigens voll gefreut, weil bei GNTM kam einfach Pretty Savage von Blackpink. Und naja, bin ja so ein kleiner Blink. Ich glaube, ich werde mir auch gleich noch einen neuen Kaffee machen, weil meiner ist fast leer. Jedenfalls setze ich mich jetzt hin, mach mir mal gucken, ob ich mir einen Kaffee mache. Und ja. Guten Morgen, meine Freunde, beziehungsweise Mittag, weil wir haben es mittlerweile nach 12 und das ist, glaube ich, auch schon fast eins. Ich habe mich irgendwie noch nicht gemeldet, weil ich bisher ein bisschen beschäftigt war mit Videoschneiden und Thumbnail machen, weil ja heute ein Video online kommt, weil wir ja Mittwoch haben. Wir haben schon wieder Mittwoch. Wie krass ist das? Jedenfalls bin ich gerade dabei, mir das neue Album von Madison Beer anzuhören. Das ist ja vor knapp 2,5 Wochen rausgekommen und irgendwie bin ich der Letzte, der es hört, weil alle haben es irgendwie schon gehört. Aber ja, das tue ich gerade. Und vorhin kam
zwei Freunde von meinem Freund vorbei und haben Messer abgeholt, weil der sie geschärft hat. Und heute ist halt auch wieder so ein richtiger Chill-Tag. Heute wird halt irgendwie nichts passieren. Also ich werde heute Abend wieder Sport machen, denke ich. Mal gucken. Aber eigentlich ist es der Plan, dass ich das tue, weil das macht mir zurzeit voll Spaß. Deshalb, ja. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich den Computer anmachen und Pokémon spielen, weil da habe ich voll Bock drauf. Das macht mir gerade sehr viel Spaß und ja, das Licht finde ich ja gerade irgendwie toll. Ich mag auch eigentlich meine Haare heute. Ich weiß gar nicht, wieso. Eigentlich sehen sie ein bisschen aus wie, irgendwas mag ich daran. Naja. Es hat einfach angefangen zu schneien. Wie lustig. Sieht man gar nicht so richtig, ne? Aber es schneit. Und die Musik kommt von Pokémon, also nicht wundern. Ach du meine Güte. So Freunde, ich bin durchgeschwitzt, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Und jetzt gehe ich duschen und dann mache ich meine Skincare-Routine. Ich fühle mich gut. Eigentlich hatte ich zwischenzeitlich gedacht, heute ich mache keinen Sport mehr. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, du kannst wenigstens hulern. Und beim Hulern habe ich dann so Lust auf Sport bekommen, dass ich jetzt doch noch zwei Workouts gemacht habe. Ja, ich habe zwar dafür nur eine Dreiviertelstunde gehulert, aber, also ich mache sonst eine Stunde, aber ja, ich fühle mich gut und fertig. Guten Morgen, meine Freunde, wir haben Donnerstag schon. Meine Haarsituation finde ich gerade ganz schrecklich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben die heute nicht so ganz mitgemacht. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber naja. Jedenfalls, ich habe mir einen Kaffee gemacht. Ich habe heute mal was ausprobiert. Und zwar hatte ich irgendwie voll Lust auf einen Mokka. Und deshalb habe ich einfach Kakao genommen. Also, ich habe ja noch diese Kakao-Oatly-Hafermilch. Und die habe ich da reingekippt in meine zwei Espressos. Und ich finde das sehr lecker. Das finde ich richtig gut. Das ist das, was ich mir von ein paar Vlogs erhofft habe mit der Haselnussmilch, die ich in meinen Kaffee gekippt habe. Wir haben es jetzt mittlerweile 10:45. Ich habe noch nicht so viel gemacht. Ich bin aber auch erst mal wieder 9:30 aufgestanden. Bisschen blöd, aber naja. Ich werde jetzt Pokémon spielen. Wie schon die ganze Woche, weil ich ja jetzt wieder endlich Zeit habe, dadurch, dass ich kein Uni-Zeug mehr zu tun habe. Und es gibt übrigens Neuigkeiten zu meiner WG. Und zwar wird es nächste Woche fangen die Bauarbeiten an. Das heißt, ich kann vielleicht übernächste Woche einziehen. Finde ich gut. Freue ich mich wirklich sehr. Ich muss nur gucken, wie ich das mache mit Ostern. Weil ich ja Ostern eigentlich nach Hause möchte und mein Freund ja arbeiten muss. Und dadurch können wir nur am Wochenende runter, weil ich brauche ja Hilfe, um die Möbel vom Dachboden in mein Zimmer zu räumen. Aber das kriegen wir hin. Jedenfalls werde ich mich jetzt hinsetzen und Pokémon spielen. Ich bin gerade an einer ganz schlimmen Stelle, weil ich brauche irgendwie ein Psycho-Fee-Pokémon. Also ein Pokémon, was Typ Psycho oder Fee ist, damit ich nicht immer sterbe. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Wirklich, das ist so kompliziert. Ich weiß aber genau, dass ich in meinem ersten Durchlauf, dass ich das da geschafft hatte. Genau, ich werde jetzt Pokémon spielen. Übrigens, ich höre die ganze Woche nur das Purple Kiss Album. Also ich bin ja oft so, ich hype was und dann
merke ich aber irgendwie danach, dass es ja okay war, aber nicht so den Hype wert. Aber bei dem ist der Hype von mir wirklich wert. Für mich zumindest. Das Album ist so gut. Wirklich, wenn ihr Zeit habt, dann hört euch Ponsonia. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Sie sprechen es so aus. Es wird Ponzona geschrieben. Von Purple Kiss an. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Ja. Jedenfalls werde ich jetzt Pokémon spielen. So, Freunde. Es ist jetzt, glaube ich, 12:30, 12:45 so meins. Who knows? Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, Sonnencreme nochmal drauf zu machen. Weil, naja, alle 2 Stunden und so. Und ich benutze heute die hier. Die weiße zwar, aber weil das eine mineralische Sonnencreme ist, aber das ist okay. Denn die ist ein bisschen, also die verträgt die Haut besser. Also die sind einfach, die haben weniger Risiko, die Haut zu irritieren. Und da meine Haut gerade irgendwie rumzickt, so heute und gestern, und das nervt mich, benutze ich die hier. Weil ich möchte, dass die nicht mehr rumzickt. Und ja, deshalb möchte ich jetzt ungern eine chemische Sonnencreme benutzen. Weil ich gehe halt, wenn meine Haut mal am Rumzicken ist, lieber weniger Risiko ein und nehme beruhigendere Sachen für meine Haut, um diese Irritation schneller wegzubekommen. Macht das Sinn? Ich glaube schon. Ich überlege, ob ich heute noch irgendwas machen könnte, weil ich fühle mich schlecht, wenn ich den ganzen Tag Pokémon spiele. Aber ich habe halt echt nichts zu tun. Heute kommt GNTM, das heißt, ich werde das wahrscheinlich morgen wieder gucken. Genau. Aua, ich bin gerade an meinem Ohrring hängen geblieben, den ich heute noch desinfizieren muss. Ja, den habe ich mir ja im letzten Vlog, glaube ich, gestochen. Das war auch nackt, sage ich euch. Also eigentlich nicht. Es ging eigentlich voll easy. Guckt gerne im letzten Vlog vorbei, wenn ihr sehen möchtet, wie ich mir ein Ohr noch steche. Es lässt mich zwar noch ein bisschen gayer aussehen als so schon mit meinen weißen Haaren und meinem Mittelscheitel. Aber that's the vibe. Übrigens, wenn ich Glück habe und mein Freund es nicht vergisst, bekomme ich heute eine neue Sonnencreme, weil ein Freund von meinem Freund hat mir eine Sonnencreme mitbestellt auf YesStyle. Als er bei YesStyle was bestellt hat, hat er mich gefragt, ob er mir was mitbestellen soll. Da habe ich halt gesagt, ja, ich würde gerne die Sonnencreme ausprobieren. Und wenn mein Freund nicht vergisst, da heute vorbeizufahren, habe ich eine neue Sonnencreme, auf die ich mich sehr freue, weil das ist eine japanische Sonnencreme, die nicht weißelt und von individuellen Quellen überprüft wurde und festgestellt wurde, die hat sogar mehr als Lichtschutzfaktor 50, also mehr als sie angibt. Und das liebe ich. Wenn Sonnencremes getestet werden, das finde ich sehr sexy. Nein, ich finde das richtig toll, wenn Sonnencremes wirklich den Sonnenschutzfaktor haben, den sie angeben. So, Freunde, es ist jetzt 3:30, I guess. Und ich denke, es ist Zeit für einen weiteren Kaffee. Ich werde mir auch gleich nochmal Sonnencreme ins Gesicht schmieren. Und dann spiele ich weiter Pokémon. Das mache ich heute schon den ganzen Tag, also ich habe heute noch nichts anderes gemacht. Genau. Aber damit leben wir. Es hat einfach geschneit die Nacht. Oh mein Gott, das finde ich ja lustig. Guten Morgen, meine Freunde. Oh Gott, die Kamera ist noch ein bisschen milchig. Better. Wir sind im Bad, wir wissen, was das bedeutet. Skincare. Und zwar, ich habe meine Skincare schon drauf gemacht. Habt ihr jetzt einziehen lassen, so 10, 15 Minuten. Mache ich das immer, bevor ich meine Sonnencreme drauf tue. Und ich habe zwar gestern gesagt, ich möchte es nicht tun, aber ich werde sie jetzt ausprobieren. Ich kann nicht warten. Es muss sein. Es muss sein. Sorry. Das ist die Sonnencreme. Die Biore UV Watery Essence. SPF 50+, PA++++. Die wurde letztens nämlich bei einer individuellen Testquelle, also bei einem individuellen Institut getestet und rausgefunden, dass die sogar über 50 hat, das heißt, was sie ja angibt. Das heißt, sie ist
Sicher. Und soll aber angeblich auch sehr, sehr, sehr wässrig sein, also sehr leicht auf der Haut. Leichte Sonnencremes, na, da bin ich ja dabei. Die sieht halt, die ist halt jetzt schon, die schmilzt auf der Haut quasi. Also man sieht halt nichts. Sie ist halt, es ist halt, als würde ich meine Feuchtigkeitscreme nochmal aufgetragen. Genauso wie meine Feuchtigkeitscreme. Die ist übrigens auch echt günstig. Die kostet 9 € pro 50 Milliliter. Und es gibt auf Stylevana auch eine 85 Gramm Version. Da kostet sie dann nur 14 €. Also bisschen günstiger. Werde ich mir wahrscheinlich nachbestellen, weil die Lieferzeiten sind ja immer so lang. Oh, und irgendwie gibt es die gerade auf YesStyle nicht mehr, weil die wahrscheinlich ausverkauft ist oder aus dem Sortiment genommen wurde. Was ich sehr seltsam finde. Nachher fahre ich dann nochmal mit meinem Freund einkaufen. Wir wollen zu DM und wir wollen in Dena und dann auch in Aldi. Nee, Lidl. Aldi. Aldi und Edeka. Das ist der Plan. Ich melde mich später wieder. Freunde, was ist denn hier los? Mal ganz ehrlich. Wir haben März. Das sollte jetzt nicht schneien. Vor allem so doll auch. Das ist schon krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.